Herzlich willkommen. Ich bin der Chefkoch in diesem schönen Restaurant, in dem ich zusammen mit meinem Team köstliche Gerichte zubereite. Ein Filetsteak ist der König unter den Steaks. Herrlich weich und zart und eigentlich ganz einfach zuzubereiten. Das können Sie auch. Wie Sie das machen, zeige ich Ihnen gerne. Es ist wichtig, dass Sie die Steaks mindestens eine Stunde vor dem Braten aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie sich auf Zimmertemperatur aufwärmen können. Sonst ist das Fleisch zu kalt und Sie erhalten nicht das gewünschte Resultat. Geben Sie Butter und die gleiche Menge Öl in die Bratpfanne. Die Pfanne mit der Butter und dem Öl muss gut heiß sein, damit das Steak schön braun wird und der volle Geschmack im Fleisch bleibt. Durch die Verwendung von Öl wird und bleibt die Temperatur in der Pfanne hoch genug. Denn Butter allein verbrennt zu schnell. Bevor das Fleisch in die Pfanne gelegt wird, muss die Butter zuerst schäumen. Schauen Sie mal, gibt das nicht ein unglaublich gutes Gefühl? Ein Cuisson-Steak wird auf Restaurantdicke geschnitten, also viel dicker als normale Steaks aus dem Supermarkt. Daher besitzt es auch sehr viel Geschmack und bleibt herrlich zart und saftig. Legen Sie Ihren Daumen und Mittelfinger aufeinander und drücken Sie mit dem Finger der anderen Hand auf den Ballen unter dem Daumen. Wenn das Steak in der Pfanne genauso nachgibt, hat es die Garstufe Medium. Geben Sie auch noch ein wenig Butter in die Pfanne und verteilen Sie die Bratflüssigkeit mehrmals über die Steaks. Zum Schluss mit ein wenig Salz und Pfeffer würzen. Nach dem Braten müssen die Steaks noch etwa 4 Minuten ruhen. Die aromatischen Fleischsäfte können sich dann gut verteilen. Sie können die Steaks in Aluminiumfolie warm halten. Schauen Sie, so geht's. Und Sie können es auch.